das über Lust zu erzählen. Wie komme ich eigentlich zu diesem Vortrag? Ich habe mit Vorrat im letzten Jahres, ich glaube, Lust, einen Vortrag zu halten. Ich hatte damals ein ganz anderes Thema projektiert. Ich wollte mich über eine Psychotrope Antihistamin, jetzt Sensor und so. Aber es geht mir immer so. Wenn ich dann nicht wirklich schnell und leicht mache, hat sich mein eigener Geist zwischendrin zu sehr gewandelt und das eigene Thema ist nicht mehr relevant. Dann kam mir die Philosophen zu Hilfe, die gerade ein Seminar über Lust abgeben. Da wurde diskutiert über Lustvorstellungen und Lustvorstellungen von der Antike bis heute. Und Philosophen kamen auf die Idee, man könnte ja vielleicht auch mal etwas Obskures, wenn auch Unkompetentes, der Naturwissenschaftler zum Thema Lust hören. Daraufhin habe ich das mit Lust gemacht und habe für die Philosophen einen Vortrag über Lust gehalten. Dieser Vortrag heute ist etwas sehr Ähnliches. Er basiert im Prinzip auf den gleichen Grundlagen, aber etwas anders ausgestimmt werden. Ich kann den gleichen Vortrag nicht zweimal halten. Übrigens werde ich originellerweise zum ersten Mal in diesem Vortrag auf Reisen gehen. Und wenn ihr ihn sehr gut gefallen würde, könnte ich mich in 14 Tagen schlafen. Ich habe mir Gedanken gemacht über Lust und Glück. Lust ist ein Aspekt, den wir beschreiben können. Glück ist etwas, was nicht beschrieben werden kann. Glück ist etwas, was langsam, mühsam erworben werden kann. Die Analogie dazu sind Wissen und Weisheit. Kann ein Wissen vermitteln, aber keine Weisheit. Weisheit muss man sich selbst erwerben. Lust im Leben ist machbar. Glück ist nicht machbar. Deshalb können wir nur über diesen einen Aspekt reden. Ich werde nachher ein bisschen auf das Glück spekulieren, aber das ist eine Spekulation. Denn Glück ist weder messbar, noch erfassbar, noch katalogisierbar, noch erzeugbar. Lust im Leben ist interessanterweise ein Phänomen, was ich zumindest biomechanistisch beschreiben muss. Mit den Werkzeugen, die wir zur Hand haben. Wir versuchen noch ein bisschen darüber hinaus zu gehen. Die Grundlage für diesen Vortrag stammt von einer Entdeckung, die um 1960 rund gemacht wurde von James Gould und Peter Milner, die ein Experiment veranstaltet mit einer Ratte. Es war die große Zeit der Elektrophysiologie und man merkte damit, dass die künstliche Zellen zunächst mal bei Tieren, unter anderem dann auch bei Menschen, allerdings sind Elektrophysiologen, Elektroden des Gehirns zu stechen und diese Elektroden mit kleinen elektrischen Strömen zu reizen, um zu gucken, was dabei passiert. Die beiden stießen aber auf ein ganz merkwürdiges Resultat. Kann ich mal das erste Bier haben, bitte? In diesem Bier sehen Sie diese Durchanordnung. Sie sehen die Ratte. Die Ratte hat eine stereotaktisch implantierte Elektrode im Gehirn, die in einem ganz bestimmten Bereich von den Neuronen noch ausgiebig geregelt sein wird. Und Sie sehen auf der rechten Seite des Bildes den kleinen Spannung durch den Stromstrom, der ins Gehirn gejagt wird, den die Ratte durch Auslösen mit der kleinen Taste dort bewegen kann. Drei oder sieben symbolisieren die Schaltknöpfe des Geräts. Groß und Mirna fanden zu ihrer Überraschung, dass wenn die Elektrode an einem bestimmten Punkt des Gehirns saß, die Ratte jedes Interesse daran verloren, Wasser zu sich zu nehmen, Nahrung zu sich zu nehmen, zu kopulieren, überhaupt etwas zu tun. Die Ratten beschäftigten sich ausschließlich und hingebungsvoll mit dem Drücken dieser Taste. Wenn die Elektrode nicht präzise saß, konnten die Ratten Futteraufnahme, Wasseraufnahme und Drücken der Taste balancieren. Wenn die Elektrode an der exakten Stelle saß, dann war das aus mit dem Balancieren. Dann gab es nur noch ein, der Gehirnreiz wurde vorgezogen. Man hat das Ganze dann bei einem Rhesusaffen probiert und auch beim Rhesusaffen war der Gehirnreiz wesentlich interessanter als Futter, Wasser oder Sexualität. Alle anderen Reize verschwanden gegenüber diesem einen massiven Reiz. Man ging damals sehr empirisch vor, man hat die Elektrode dann weitergesetzt an andere Stellen gesetzt. Und hat damit einen ganzen Komplex von Bahnen im Rattenhirn lokalisieren können, bei dem man nennt uns den Vorgang, das muss ich noch dazu sagen, Selbstreizung oder Selbststimulation, weil die Ratte die Möglichkeit hat, den Stromstrom selbst auszulösen. Und man kann damit ein ganzes System im Gehirn, innerhalb dessen eine solche Selbstreizung produziert wurde. Wo das Drücken auf die Taste bei der Ratte einen lustvollen Vorgang dadurch zu infizieren kann. Lustvollen Vorgang ausgelöst hat. Das nächste Bier zeigt Ihnen, wie das bei der Ratte lokalisiert ist. Wir haben die Bezeichnung ausnahmsweise mal auf Deutsch stellen. Die Bahnen, die hier eingezeichnet sind, sind
Daten für die grauen Dinge eingestellt und geplant und Schiffszentren auf diese Substanz der Nitrate und Kilometer Sterolie. Diese Bahnen sehen retrogrosse Lücken und zwar eine Forderung, ein Wechselarbeitung und ein Rückhaltungsvorgang. Vielleicht ist hier an diesen Stellen sind die Positionen, an denen die Stimulation, die Elektronen in den Kanzlerraum, die Stimulation, die dann über Molekül oder ein Lustreiz und wiederholtes Drücken der Tasten hervorbracht. Ganz ähnlich sieht das bei Menschen aus, die ich habe, wie ich jetzt habe, oder wie ich hier, ist allerdings eine gewisse Extrapolation von Lesungsaffen und von der Waffe, bei Menschen hatten wir das nicht gewechselt, die sind nicht gewöhnt. Die grauen Teile deuten im Wesentlichen die Positionen an, an denen ein Elektron für den Stimulation führt. Dass es bei Menschen auch möglich ist, ist eigentlich recht verständlich. Denn wenn die Ratte oder die Rhesusratte so etwas empfinden können, warum sollte der Mensch das dann nicht können? Wir wissen, es gab eine große Zeit der Psychochirurgie, eine Zeit, in der man mal grundsätzlich ein bisschen geschnitten hat, um zu gucken, was passiert. Es war die Zeit der Lobotomie und Lobotomie, in der man Therapien gemacht hat und immer mal hier ein bisschen geschnitten, da ein bisschen geschnitten hat, nicht Verbrecher worden behandelt. Den Schwanlob, der so etwas abhaut, ist die Ruhe der Kerle worden behandelt. Gehen wir hier nur den Rauch erfahren. Ne? Und die Grenze, was man psychologisch behandeln sollte, was man nicht behandeln sollte, ist eine sehr schmale und enge Grenze. Die Psychologen sind der Ansicht, man sollte fast alles behandeln. Die Psychologen sind der Ansicht, man sollte die Psychologen behandeln. Ich werde zusammen ein Interview vorlesen. Wir machen das im Wechselgespräch, damit ich nicht immer die Namen zitieren muss. Ich bin der Gehirnchirurg und er ist der Patient, der behandelt wurde. Dieser Patient hatte eine Elektrode ins Lustzentrum, oder ich sollte korrekter sagen, ins Belohnungszentrum. Ich mache die Abkürzung an der Tafel. Hier kommt DS-Drehen. Und das DS, also das Belohnungszentrum im Gehirn. Dieser Patient hat ein Belohnungszentrum, eine Elektrode im Belohnungszentrum seines Gehirns. Und der Arzt hatte die Kontrollen zu dieser Elektrode. Ne? Der Arzt hatte also die Knöpfe in der Hand, wo die Stromstöße geschickt werden können. Wir lesen das jetzt zusammen, wir machen es vielleicht am besten auch in Richtung Saal. Was ist das für ein Gefühl, das Sie überkommt, wenn Sie den Knopf drücken? Ein äußerst gutes Gefühl, so wie man es gerne hat. Würden Sie es als angenehm beschreiben? Ja. Ich wüsste sehr gerne, was Sie empfinden, wenn Sie sich oder wir Sie stimulieren. Einmal hatten Sie eine Reaktion, Sie beschrieben, wie Sie sich anbaten. Es war eine Art Gefühl wie... Was war mit diesem Gefühl? Beschreiben Sie es. Es war ein sehr schönes Gefühl, ganz, ganz herrlich. Ich erreichte einen Höhepunkt. Einen Höhepunkt, einen Orgasmus? Ja, Sir. Wie ist es jetzt? Haben Sie schon einen Orgasmus oder sind Sie kurz davor, einen zu haben? So, als wäre ich kurz davor. Fast am Gipfel der Erregung. Fast am Gipfel? Einen kompletten Orgasmus hatten Sie aber bei der Stimulation nie? Nein, Sir. Das ist also ein richtig gehend gutes Gefühl, wenn Sie sich stimulieren? Ja, Sir. Wie lange dauerte dieses Gefühl des nahen Orgasmus? Nicht sehr lange. Würden Sie den Knopf jetzt gerne selber drücken? Schon, aber ich fürchte, ich würde es zu oft tun. Ja? Ja. Die Stimulation gefällt mir gut, läuft wie geschmiert. Ist es so, als wären Sie mit einer Frau zusammen und können nicht so weit kommen, wie Sie wollten? Ich glaube schon. Hier bei mir kriegen Sie einen Orgasmus mit ein paar Drähten im Gehirn und einen Knopf drücken. Was passiert, wenn Sie den anderen, den nicht sexuellen Knopf drücken? Welchen? Diesen hier? Ja, drücken Sie den und schauen Sie, was passiert. Diesen hier? Ja, den. Den möchte ich aber nicht drücken. Das ist ein übler Nerv. Ein übler Nerv. Den wollen Sie also nicht drücken? Nein, Sir. Warum nicht? Oh, das ist ein mieser Knopf. Wenn ich jetzt drücke, bringt er kein gutes Gefühl. Wirklich zu viel? Ich mag das nicht. Okay, dann nicht. Das war's. Ich wollte Ihnen damit den Gefühl geben, dass dieser Gehirnfall auf einen Menschen sein kann. Und Sie können sich sicherlich vorstellen,
verzichten wir auch unter Regels auf Nahrungsaufnahme, Wasser und Sexualität verzichten, sondern dass ein Mensch mit Elektroden im Gehirn auch darauf verzichten soll. Stellen Sie sich die großartigen Möglichkeiten, wo eine solche Elektrode liegt. Wenn wir alle mit dieser Elektrode rumlaufen und jedes Mal tagsüber, wenn wir nicht arbeiten wollen, der Unlustknopf gedrückt wird, das Ganze könnte über einen Fernsehturm ausgestrahlt werden, nicht für das alle erfassen würden. Und jedes Mal abends, wenn wir brav gearbeitet haben, kommt eine Stunde lustvolle Stimulation. Der gute alte Aldous Huxley hat sich das nicht im Schlaf träumen lassen, als er sein Brave New World und die Droge Soma eingeführt hat. Denn diese Technik ist viel vollkommener. Sie können sich aber vorstellen, welche ungeheuren Gefahren in der Manipulation des Gehirns mit solchen Techniken liegen. Wir wollen uns jetzt den Grundlagen dieses Belohnungssystems zuwenden und sehen, was dahinter steckt. Ob wir dieses Belohnungssystem in neurochemischen Korrelaten erfassen und beschreiben können und ob wir dann verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ich mache dazu meine übliche Vorbesprechung in Neurochemie. Ich mache meine grundsätzliche Einführung für die nicht erfahrenen Neurochemiker. Mir ist klar, dass sicherlich zwei Drittel in Italien gestandene Neurobiochemiker sind. Etwas besser gezeichnet im nächsten Jahr wieder.
hier sehen Sie das ganz schematisch dargestellt. Dieses Ganze ist hier nur ein Schein, wieder über Trägerstoffgröße 15, diese Zellen über eine andere Straße 15, die gefallen mit der Teilung der Zellen aus dem Neuron. Und hier ist ein Rezeptor, das Transzeptor über den Neuron, die da eine Zeitung sind. In der Betätigung, die werden getätigt und würden dann aufgelöst werden auf jeden nächsten Zellen. Hier ist ein Neuron dargestellt, was die Aktivität dieser Zelle die modelliert, ist Neuron von den roten Transmitter modelliert, und dann ist ein Nachrichten von den Transmitter ausschüttet. Das Beispiel, was wir hier noch sehen, der Schmerztransmitter durch Transmitter, und die roten Bündchen sind die Enterbalin. Transmitter des Schmerzens. Wir werden über diese Transmitter heute auch noch reden. Um wieder das realistische Bild dagegen zu stellen, ist nämlich hier, so sieht so eine Dynamik dann den elektronenoptischen Bild aus. In dem Bild sind wir wirklich die Transmitter und diese scharfen Stellen da unten der Ohren, die sich da ein Schnitt durch ein Gehirn und der Stelle quasi übersetzen, die Station zu den Garten Chemie und auf der anderen Seite in das Resultat, Exzitation, Bewegung des anderen Neurons oder Inhibition, also blockade des vorderen Neurons. Bitte Licht. Ich will heute Abend von einem Forschungs- und Wiederschwellen-Infektionen dann entstehen und die Wichte dafür sind. Denn was ich heute wesentlich erklären möchte, ist die Infektion. Nur mit einem dieser Stoffe. Es gibt noch mehr, die habe ich aber nicht angeschrieben, weil sie vorher gar nicht brauchen. Jede Nervenzelle arbeitet selektiv mit einer von diesen Substanzen. Dadurch wird die Selektivität des Denkens überhaupt erst möglich. Dass nicht jede Nervenzelle mit jedem Transmitter arbeitet, dann würde ein Reiz auf Weg geleitet werden. Sondern jede Nervenzelle verwendet einen ganz spezifischen Transmitter für ihre Zelle. Und diese Transmitter sind mit den entsprechenden Nervenzellen hochspezifischen Systemen lokalisiert, die richtige Bahnen im Gehirn bilden und die man charakterisieren kann. Man kann feststellen, wo liegen diese Transmitterbahnen, wo sind die Zellkörper, die mit einem bestimmten Transmitter arbeiten, wohin projizieren die Axone, die ganzen Prozesse dieser Neurone, wo sind die Nervenbindungen, die Synapsen, also die Schaltstellen dieser Neurone. Die Kenntnis dieser Verteilung, dieser regionalen Verteilung der Transmitter, macht uns dann fähig, zu verstehen, was im Belohnungssystem geschieht. Für uns ist deshalb essentiell herauszufinden, ist das Belohnungssystem, was vorher durch das Stecken der Nadel lokalisiert wurde, ist dieses Belohnungssystem vielleicht mit einem der Überträgerstoffe assoziiert? Wenn ja, wie kann dort eingegriffen werden? Kann man dort manipulieren? Kann man das beweisen? Deshalb, nicht, man hat das nicht gemacht, und speziell nach dem Belohnungssystem. So ist eine grundsätzliche Sache in der Neurochemie, dass man versucht, diese Transmittersysteme aufzuspüren und festzustellen, wo sitzen die entsprechenden Transmittersysteme. So etwas hat summarisch in den nächsten Jahren gelernt. Eine der Techniken, die dazu verwendet werden kann, ist die sogenannte Histofluoreszenz. Viele von Ihnen kennen das von den verschiedenen Techniken, die für Gewebeschnitte verwenden. Und genauso kann man das mit einem Gehirnschnitt machen. Man gelangt den Gehirnschnitt mit einer anderen Chemikalie, die reagiert mit dem Neurotransmitter und bildet einen Farbstoff, der über UV-Fluoreszenz, den sogenannten Fluorophor. Das, was hier fluoresziert, ist der Transmitter Noradrenalin in dieser reaktiv veränderten Form, in dieser chemisch umgewandelten Form. Wenn Sie genügend Schnitte machen und die alle auf die Art und Weise behandeln, dann übereinander liegen, kriegen Sie ein dreidimensionales Bild der Verteilung dieses Transmitters im Gehirn. Das ist eine der wichtigsten Techniken, es gibt noch mehr, auf die wir nicht eingehen. Die nächsten Dias zeigen Ihnen, wie das Plattenprogramm dargestellt, wo Sie die verschiedenen Katechinen, ähnliche Öl,
Das hier sind die Noradrenalin-Taste. Das ist der sogenannte Dorsalbügel. Das ist der Ventralbügel. Also auch der, das ist rückwärts gewesen. Sie sehen, wenn sich die Landschaft am Bild von der Unternehmen und am Kopf gedrückt hat, weil es sich ja am Belohnungssystem, an zeigt Ihnen das Dopaminsystem, das Service-Substanzen-System, ein Mikroskopstand, auch den wir bei Stunde gesagt haben, aber Sie sehen, dass diese Projektionen hier durchaus parallel laufen zum Belohnungssystem. Ein anderer Transmitter im nächsten Gehirn, das hier gezeigt worden ist, sind die Endorphine. Die Endorphine sind so scharfähnliche Peptid-Transmitter, die nur in sehr begrenzten Bereichen des Gehirns vorkommen. Natürlich sind die Endorphine abgestimmt mit der Daten. Wichtiger für uns der nächste Transmitter, das Enkephalin. Mit dem Enkephalin zeigt sich hier auch und die keine langen Transmitter, nicht wie wir vorhin gesehen haben, bei Dopamin und bei Noradrenalin, wo diese langen, kompakten Bahnen da sind, die ausschließlich dieser eine Transmitter verwendet wird. Bitte nicht. Sie haben jetzt auf diesen Bildern hier gesehen, dass wir den Verdacht aussprechen könnten, die Bahnen des Belohnungssystems seien mit Noradrenalin oder mit Dopamin auf irgendeine Art und Weise. Wie findet man das selbst raus? Diese Bahnen liegen relativ dicht beieinander. Die Technik, mit der das rausgefunden wurde, ist eine relativ brutale Technik. Die Technik bestand darin, diese Romane erfinden der Elektrophysiologen, die Technik besteht darin, dass man die Elektrode, die man an einer bestimmten Stelle selbst aufheizt oder mit stärkeren Strömen versieht und die entsprechenden Gehirnbereiche koaguliert. Man zerstört also an dieser Stelle Bahnen. Nun wurde ein Experiment konzipiert mit ab, bei dem man eine Elektrode an diese Stelle brachte, bei dem die Ratte Selbststimulation machte. Übrigens, ich wollte Ihnen sagen, dass es die Frequenz der Selbststimulation war. Das geht bei Ratten sehr schnell. Und dann hast du die Kunde. Ja, und dann hast du die Kunde. Ein wahnsinnig schneller Rhythmus. Ich glaube, dass es zu schnell geht, aber die Ratten sind in dieser Hinsicht sehr einfach. Ich bezweifle, dass wir Menschen eine Diabetes haben. Gut, es wurde also jetzt Elektroden. Zunächst mal wurde eine Elektrode in das Belohnungssystem gesenkt und es wurde kontrolliert, ob die Ratte darauf richtig reagiert. Dann hat man stereotaktisch, also ohne zu reizen, nur aufgrund der Kenntnis der Lage der Bahnen, hat man dann andere Elektroden in das Gehirn dieser Ratte gesenkt und hat selektiv Läsionen angebracht. Diese Läsion hat man einmal angebracht in ventralen Noradrenalin oder Noradrenalin. Noradrenalin stand im Verdacht der Läsion an. Dann hat man diese Läsion angebracht in Lupus ceruleus, die die größte Ansammlung von noradrenalen Neuronen im Gehirn überhaupt darstellt, dann die Zellkörper zerstört. Und dann hat man noch im dorsalen Noradrenalinbündel zerstört dort laut, aber parallel Dopaminfasern. An dieser Stelle wurde also wahrscheinlich weiteres mehr zerstört als die Noradrenalin. Das sind in den drei von Medias dargestellt. Ja, hier unten haben wir heute 90% von Stelle der Entscheidung. Die Ratten haben die Reaktion genutzt, dass sie selbst beschrieben werden. Hier unten sehen Sie, wo die Reizelektrode war, da ist die Reizelektrode. Und das blaue Kästchen zeigt Ihnen an, wo ist die elektrische Elektrode oder die Basis der elektrischen Elektrode zerstört worden? Eine Störung dort, hier vorne, ist vor der Zerstörung der entsprechenden Bahnen und hier nach der Zerstörung. Sie sehen, dass die Läsion im ventralen Bündel überhaupt nicht gebracht hat. Dabei keine Reduktion der zentralen Stimulation der Zellstimulation zu beobachten. Das nächste Jahr ist die Läsion im Lupus ceruleus. Hier darf es angedeutet auf den Finger da. Das
heißt, die gesamten oder über 50% aller Dorn-Adrenalen Neuronen wurden vernichtet. Außerdem steht unter dem Cerulius, da erfahren dort unter viele Kohlenhydrate in einer Gleichmischung. Die Transhäufigkeit liegt identisch mit Ozongelenk. Das dritte Bild ist ein endlicher Passagierjäger. Hierbei wurden Störungen in den mittleren Vorderhandlungen angebracht, die wesentlich in den Organen zu erinnern, die sind dort oben. Die Elektronen darf wieder haben. Jetzt sehen Sie etwas, die Feldreizung geht nach dieser Lektion massiv. Das bedeutet, dass hier keinerlei Interesse mehr, beziehungsweise hat keinen Effekt mehr, wenn Sie sich selbst reizen. Das Ausbleiben des Effekts ist eindeutig zurückzuführen auf die Zerstörung, auf die selektive Zerstörung von Bahnen, die anatomisch und chemisch mit dem Belohnungssystem identisch oder stark assoziiert sein müssen. Bildlich. Die Tatsache, dass die Zerstörung des Locus ceruleus, in dem die noradrenalen Neurone sitzen, dass sie nichts daran geändert hat, dass das Weltfahrtwürde nicht betroffen war, sondern nur das Vorderwürde, ist eine ziemlich herzliche Aussage, dass Noradrenalin nicht für die oder nur sehr wenig. Ich mache das hier mal mit einem vorsichtigen Fragezeichen, der liegt nämlich auf seinem zweiten Bereich, der ist im Gehirn, in dem nur Adrenalin das durchaus kann. An dieser Stelle kann ich das hier auf dem zweiten Bereich nicht eingliedern, denn es ist unmöglich zu komplizieren. Der Verdacht liegt also stark nahe, dass Dopamin der verantwortliche Transmitter zu gewöhnen ist. Das ist die Aktivität des dopaminären Systems, für Belohnungsverhalten. Wenn Lust empfunden wird, muss Dopamin dezentriert werden. Ich starte aus diesem Grunde vor dem Transmitter von Dopamin. Wir nennen den Dopamin-Neurose, ich starte von Dopamin-Neurose. Das wäre also die Analogie. Das Dopamin ist also verantwortlich, oder zumindest, wenn das Dopamin korreliert praktisch mit Lustempfindung. Mehr sollte ich eigentlich nicht sagen. Aber das kann und auch das durchaus als gesichert werden. Dass dieses eine System, das dopaminäre System, in dem Augenblick in Aktion tritt, wo Lust empfunden wird. Egal wie diese Lust ausgelöst wird. Sei es nun durch eine Elektrode im Belohnungssystem, der elektrische Reiz des Belohnungssystems führt selbstverständlich dazu, dass die Neurone, die mit Dopamin arbeiten, in anderen Gehirnbereichen den Überträgerstoff ausschütten. Wir dürfen, glaube ich, auch annehmen, dass die Lustempfindung an den Stellen realisiert wird, wo dieses Dopamin ausgeschüttet wird. Das sind viele Orte mehr. Zwar nicht alle Bereiche, schon einige selektive. Man hat dann weitergesucht, als die Kenntnis über die Verteilung von Dopamin besser wird und hat festgestellt, dass fast alle Bereiche, die dopaminäre Nervenendigungen haben, auf Elektronen reagieren und dass dort Selbststimulation ausgelöst werden kann. Unlustig sehen die durchaus auch. Und
Gut, wir haben also damit jetzt deutlich die Rolle von Dopamin für das Belohnungssystem herausgestellt. Nun gibt es außer der elektrischen Methode auch die chemische Methode, das Belohnungssystem zu beeinflussen und zu stimulieren. Und das ist eine durchaus interessante, faszinierende Möglichkeit, über die ich mich jetzt ziemlich ausführlich auslassen möchte. Es gibt im Prinzip zwei Klassen von Drogen, die auf das Belohnungszentrum wirken. Die einen wirken direkt, die anderen wirken indirekt. Es gibt auch zwei Formen von Drogen. Und zwar würde ich das an der Tafel gerne so durchführen. Nur für die eine Form von Drogen. Versus passive Lust. Und den Begriff passive Lust möchte ich dann meine von Inlust verstehen. Sie wissen, dass nicht nur die aktive Empfunde, die durch ein solches Ereignis entsteht, sehr angenehm ist, sondern dass auch das Aufhören eines unangenehmen Reizes als durchaus angenehm empfunden wird. Das Aufhören des unangenehmen Reizes kann durch eine ganze Reihe von Drogen stimuliert werden. Eine davon kennen Sie vielleicht selbst, ich denke an den Alkohol. Wenn man einen harten Atemfließband hinter sich gehabt hat, dann braucht man abends nicht ein Bier und damit wird der Unlustreiz zumindest massiv nachdokumentiert und gedämpft. Das verstehe ich unter passiver Lust. Das sind Drogen, die Unlustreiz beeinflussen. Also eine Vermeidung von Unlustgefühl als passive Lust hier für die Welt. Ich habe dazu ein größeres Übersichtsjahr über verschiedene Drogen und ihren Einfluss auf die Selbstwahrnehmung bei der Ratte. Wir werfen einen Blick drauf. Dieses Ding hier ist für Sie nicht mehr sichtbar, ich sage Sie nicht mehr. Ich will auf eine ganz wenige Hinweise. Die Droge Benzerapin, die zur Entwicklung der Transmitter für den Monoamin-Transmitter, senkt die Selbstwahrnehmung bei der Ratte. Verständlich, wenn kein Dopamin mehr da ist, kann auch nichts erreicht werden. Norepinephrin, ein Neuroleptikum, was für Schizophrenie verwendet wird, ist ein Antagonist der Dopaminwirkung, blockiert also postsynaptisch die Dopaminwirkung, führt zu einer Abnahme der Selbstwahrnehmung. Ebenfalls dann, wenn die postsynaptischen Dopaminrezeptoren geblockt sind, führt die Selbstwahrnehmung zu nichts mehr. Es entsteht kein Rückeffekt, wenn Dopamin dort nicht binden kann, selbst Dopamin so hilft. Dann sehen wir hier andere Drogen. Halluzinogene sind Gleichzeitig. Halluzinogene führt auch zu einer Abnahme, auch ein Dopamin-Rezeptor. Hier haben wir zwei Drogen: Amphetamin und Imipramin. Die Amphetamine führen zu einer vermehrten Ausschüttung von Dopamin aus den Nerven in die Wunde. Die Amphetamine führt zu einer Zunahme der Selbst. Hier geht also der elektrische Reiz parallel mit dem chemischen Reiz. Es wird mehr Dopamin ausgeschüttet in Gegenwart der Drogen. Es ist mehr Dopamin da, als wird die Selbstwahrnehmung sogar noch potenziert. Imipramin, oder im Namen von Vanille als Antidepressivum und Handel, führt dazu, dass das ausgeschiedene Dopamin nicht wieder von den präsynaptischen Nervenendigungen aufgenommen und dann desaktiviert werden kann. Das verstärkt ebenfalls die Selbstwahrnehmung. Und Apomorphin, was ein direkter Dopamin-Agonist ist, was also am postsynaptischen Neuron Dopamin vortäuscht, führt ebenfalls zu einer Zunahme der Selbstwahrnehmung. Das als Übergang. Jetzt will ich die Drogen, die aktiv oder
wieder passiert, wusste ich, dass ich in meiner Zeit vermehrt mangeln. Und ich möchte die Tabelle vor Augen halten, die ich auf die einzelnen Drogentypen eingehe. Ich werde nachher vier Kategorien von Drogen mit Ihnen diskutieren, die ich noch nie diskutiert habe jetzt. Ich habe mich bisher immer so einseitig auf Cannabinoide, auf THC oder auf Halluzinogene beschränkt und werde heute mal über andere Drogen reden, die zu den neuen Drogen ganz unten gehören. Wenn ich noch lieber über die 3O oder die 7 dazwischen geredet habe, ich wollte aber mal über Drogen aus dem Trinken der Neuen. Sie können sich schon vorstellen, was dann kommt, wenn ich über die neuen Drogen rede, nicht? Dass sie die Nasenwohl auf den Menschen machen, die sich vergerben zu den Wenn ich jetzt die vier Drogentypen einstarte, kann ich in dieser Tabelle ganz klar aufzeigen. Jemand, der schwer Opiatabhängig ist, hat absolut keine Lustbedürfnisse. Der erreicht gerade noch, dass es einigermaßen normal ist, dass keine Spur mehr von der Abhängigkeit die wenigsten Kulturen des Opiatabhängigkeits. Gerade die Opiatabhängigkeit ist dann hier rein so. Spekulationen, die ich schon gesagt
dass in dieser Kategorie hier auch der Alkoholismus ist. Es gibt eine Reihe von Spekulationen, dass Alkohol und Alkoholabhängigkeit bei den Kapitalismus-Systemen entstehen. Hier auf dem Alkohol ist einfach ein klarer Sitz, der auch nicht sicher ist. Der Alkohol gehört in die gleiche Kategorie der fachlichen Lusterzeuger, der Unlustvermeider, obwohl er natürlich in kleinen Dosen durchaus stimulierend und angenehm ist. Schön, jetzt haben wir die vier Gruppen erstmal eingeteilt und sind uns klar darüber, dass es zwei Typen von Lust gibt, die aktive und die passive Lust. Die aktive Lust und die elektrische Reizung ist immer verbunden mit einer Ausschüttung von Dopamin. Die passive Lust zeigt das nicht, bemerkt man das nicht. Die passive Lust ist eben auch nicht über die anderen Neurotransmittersystemen verknüpft. Jetzt würde ich vorstellen, gehen wir auf den einzelnen Drogen ein. Ich würde gerne jetzt das Wahrheitsgesang sagen. Die Dopamine und die Dopamine sind in der hier dargestellt. Also die Dopamine. Da oben, das ist die Antidopamine selbst. In Amerika sind die Namen, von denen sie kriegen kann. Denn oben sehen wir noch die Bellies. Hier geht man sich auch mit uns an. Die Antidopamine darunter, Carbentin. Carbentin ist die Bundesstufe-Abfülle. Wir sind im Schutz, dann ist die ganz zweite Bellies. Wie wirkt Antigamine? Antigamine wirken stimulierend auf den Geist und auf den Körper. Im kleinen Boden kommt das zu, man wird sehr warm, sehr runter und sehr, sehr leicht. Man ist ganz in der Lage, Venus-Verfahren ohne große Probleme durchzuhalten. Allerdings geht das nicht beliebig lang. Nach gewisser Zeit fordert der Körper. Das heißt, es kommt dann zu einem massiven Erschöpfungszustand, der übrigens mit massiven Unlustgefühlen gekoppelt ist, wie Sie sich vorstellen können. Denn eine lange Einwirkung der Droge führt zu einer Erschöpfung der Dopaminsäure. Wenn kein Dopamin mehr da ist, gibt es keine Lust mehr im Körper zu sein. Dann kann man Lust nur noch machen, indem man noch mal ein Vitamin nimmt. Wenn man das tut, muss man aber mehr nehmen, weil der Körper sich daran gewöhnt. Dann nimmt man also noch mehr Vitamin und kriegt dafür weniger Lust. Dann kommt die Erschöpfung der Unlust schon wieder. Also steigert man. Wenn man weiter steigert, man hat den einen Löffel an Tages zu einem Kampf an Vitamin zu nehmen. Den nimmt man zu normal. Aber in den Drogen kann man nicht ungeheuer rasch und voller Beinzubildung, der Regulation und der Körper, der Organismus und das Gehirn gewöhnt sich dran. Nach dieser einen Woche, das heißt, wenn Sie da so lange durchhalten, die Speed-Weeks halten das Problem nicht so lange durch, nach einer Woche haben dann plötzlich ganz kleine Käfer in Ihrer Ausdruck zu leiden. Dann geben Sie das Gefühl, als sei permanent jemand vom Bauchstift, sondern man ist hinter Ihnen. Zuletzt hören Sie dann Stimmen, die gar nicht da sind, die Ihnen solche Dinge erzählen, dass man sich freut, dass Ihnen das Feedback nimmt und dass Ihr Gestern, Ihr bester Freund, Ihnen ganz nervös ist. In einem solchen Fall achten wir, man bringt die Leute in einem solchen Fall rasch zu Krankheit. Wir haben hier einen Effekt, der auf der Gefangenen-Leute wiederum eine schizophrenische Form zu schulden. Sie lässt sich aber nicht rapieren, denn hallo für den Durchschnitt. Zwischen einem sinnvollen, kontrollierten und gezielten Gebrauch von Drogen unterscheiden und dem absoluten Missbrauch von Drogen. Bei Amphetamin für den Missbrauch eine enorme Abhängigkeit, körperliche Schäden sind nicht berichtet worden. Interessanterweise ist die Abhängigkeit von Amphetamin keine körperliche, keine physische Abhängigkeit, sondern ausschließlich eine psychische Abhängigkeit. Das ist also kein körperliches Entzugssyndrom. Es
selbst bei Leuten über extrem lange Zeit eine extrem hohe Dosen genommen haben. Immerhin die psychische Abhängigkeit hat aktiviert nach dem Lust, nach der Lust. Wir nutzen die Droge wieder zurück, um den angenehmen, lustvollen Stimulationszustand unter der Droge zu erfahren. Aber der Körper zwingt nicht zu nehmen, der Droge. Das wird sehr wichtig. Wir haben verringert den Zielfällen in den Drogen, die sind nicht darauf beschränkt, Lustvollen, körperliche Stimulation, nervliche Stimulation zu erfahren. Man kann die durchaus nahelegen in Lustsituationen. Man sollte sich aber grundsätzlich niemals vor Prüfungssituationen nehmen. Fühlen Sie sich vor Dingen wie Arten-1, Kaptagon und Ähnchen entspannt. Denn wenn Sie diese Zeug nicht richtig teilen, sind Sie gerade im Flach von dem Fußball. Und das ist auch noch unschuldig. In diesem Zustand sind Sie dann von einer extremen Dopaminmangel unbewusst erfüllt und können gar nicht mehr freudig auf den Pulver der letzten Phase bereiten. Das nächste, die ja Zeit in einem Rahmen und Wärme ausgewählt habe, um Ihnen zu zeigen, was an Vitamine noch alles können. Die Eigenschaften der Substanzen hier drauf sind, die ich heute nicht ausführlich diskutieren. Ganz oben haben Sie noch eine Wirkstoffe. Da wundern Sie mich, wie wenig Oxyant-Vitamin und Stoff in der Psychotherapie eingesetzt worden ist, mit wenig Oxyant-Vitamin die ein gefühlsverstärkender Stoff, mit wenig Oxyant-Vitamin wirkt. Die von uns herausgefunden hat, auch irgendwie über das dopaminäre System. Wir haben da eine Beeinflussung der Dopaminsäcke drauf geladen und dann wird die Dopaminsäcke wieder wie nachfragen. Oder Serenity, Tranquility, Peace oder für Scientific and Intuitive Petroleum. Sie erinnern sich an die Fälle, wo Leute mit der LSD von den mittleren Beinen gesprungen sind und ähnliche Geschichten erzählt man von DOD. Dieses Drogenderivat kann vom Körper nicht mehr abgebaut werden. In Berlin ist das zurzeit immer noch in. Es wird in braunen Kügelchen oder brauner Filterbandierung erzeugt. Als Kette, was ein geringer Betrug ist, der Stoff wird in der Durchbruch von einem Milligramm, lässt sich also auf Filterpapier sehen und erfüllen. Die Substanz hat eine Wirkdauer von über 30 Stunden. Weil sie nicht entkräftet und nicht abgebaut werden kann. Ist nicht konzentriert, ist der Problematik psychosynthetisch, gestört die Strukturen enorm. Und die Leute, die sie nehmen, kriegen den Eindruck, dass sie unter nicht mehr auf. Ein Vergiftungsfall ist beschrieben worden, aber der ist sicherlich nicht typisch. Hier eine andere Variante, Alexander Schulgin, ein amerikanischer Wissenschaftler, ein amerikanischer Wissenschaftler, stammt, der stammt Schulgin. Also die Dinge, die man studiert, kommen sich jetzt nicht zu tun. Hier wurde das noch so ein epidemisches Antivirus, was Leute mal ganz gut ebenfalls in der Psychotherapie eingesetzt hat, mit Toxin, mit dem Dioxin und Vitamin. Gut, so geht es für den Antivirus. Ich wollte mit diesem Dia nur zeigen, dass wir Antivirus mehr können, als zur Kommission zu steigern und als zu autorisieren. Wir haben viele Eigenschaften, sind ungeheuer fantastische Substanzen, fantastische Substanzen und Werkzeuge, die Antivirus. Sicher auch etwas zu fragen. Natürlich nicht
und das darf ich nicht verstehen. Also wenn es wieder mal auf eine 5-Speed-Anwendung vorstellen, ja? Kokain wird auf verschiedenen Wegen zugeführt. Kokain kann, wie ich eben sagte, von den Indios gegessen werden. Kokain wird aber als das unsere Substanz verschwendet. Woher kriege ich den Magen doch verschwendet? Kokain wird deshalb von den meisten Leuten am liebsten über die Nasensteinhäute zugeführt. Das Alkaloid kann über die Nasensteinhäute gut und ziemlich quantitativ resorbiert werden. Es kommt dann über den Blutkreislauf ziemlich direkt ins Gehirn, ohne Effizienz-Transfer-Effekte über die Leber zu machen zu dürfen, die zu ungeheuer störende Organe wollen. Kokain kann als dritte Variante injiziert werden, mainline werden, also in die Hauptkanäle gespritzt werden. Wir können uns vorstellen, dass es dann wie alle Drogen wesentlich potenter wird, als bei dem Grund, das indirekt und dem halt indirekt bewegt, wenn man es über den Nase mit dem Geruchsstand oder auch. Kokain ist von vielen Leuten genommen worden. Aber ich verzichte bewusst auf ein Zitat, das seine Lust in einen Traumtrick und Sigmund Freud vorzulegen. Indem Sigmund Freud sich seiner Frau gegenüber begeistert auslässt, er hätte ein Depressionchen gehabt und dann eine kleine Krise von diesem Volk genommen, die ihn hin zu Höhen gehoben hat. Ich habe ein anderes Zitat für Sie ausgesucht, ich will Ihnen das gleich vorlesen, möchte aber vorher noch ein bisschen darüber erzählen. Die Droge wird, wenn sie gesnifft wird, ziemlich stark euphorisiert. Sie ist allerdings eine zerebrale Droge. Das heißt, sie erzeugt kein Body-High, kein körperliches High, sondern im Wesentlichen ein intellektuelles High. Sie wird immer so geschildert, dass der Geist ein Gefühl von Omnipotenz bekommt. Die Gedanken laufen sehr schnell, sehr wach, sehr aktiv. Wirklich ist es ungeheuer clever zu sein. Man leidet unter Logorö oder einem unkontrollierbaren Fehler. Das ist ein
Redefluss, deinen Wortfluss, deinem Selbst, aber gar nicht als solcher bewusst wird. Die Droge führt gleich zu großen Wahnsinnsvorstellungen. Interessanterweise sind die Folgen des Konsums relativ ähnlich wie die beim Amphetamin. Die Amerikaner haben den schon auf der Kurzbasis dazu, Kokainbasis, die unter der Hauptgrundkappe. Man neigt dann dazu, Messerchen zu nehmen, aufzuschneiden und nachzusehen. Die Kokainbasis sind dann unter der Hauptgrundkappe. Eine unschöne Methode zu übertreiben. Der fortgesetzte Kokainmissbrauch wird zunächst zu einer immensen Dosis steigern. Die Droge behält aber ihre Toxizität, sodass eine bestimmte Grenze erreicht wird, an der man das im Gegensatz zu Amphetamin nicht mehr machen kann und die nächste Dosis den Exitus herbeiführen kann, und zwar über einen Stillstand des Atmungssystems. Treiber und Atmung machen einfach Stopp und hören auf zu funktionieren. Das kann übrigens auch, und das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, schon bei Dosierungen von Kokain aus Flächen, die völlig harmlos sind. Es gibt Leute, die einen anaphylaktischen Schock kriegen mit der Kokain. Das passiert in einigen seltenen Fällen. Das ist ganz seltsam, ist aber von dieser Droge hier beschrieben worden. Bei den Amphetaminen ist das nicht bekannt. Sie dürfen nicht als Allergen. Kokain hingegen kann das. Wenn man fortgesetzt nimmt, bekommt man nach längerem Verbrechen allerdings wohl erst seine schnürende Nasenschleim. Und ich habe sicherlich schon die Horror-Stories gelesen, weil Leute in Hollywood, die dauernd auf Buch sind, weil sie da sonst nicht durchgehen und die alle Nasenscheidewände aus Platin haben. Dazu muss man aber in Hollywood sein. Jedenfalls für die Leute seiner Reizung der Nasenschleimhäute. Und Leute, die regelmäßig Kokain geben, leiden mit einem chronischen Schnupfen gegen diesen Wortfluss. Wenn man die Droge injiziert, ist das hauptsächlich gut, dass man sich mit einer einzelnen zu hohen Dosis umbringt. Auf dem Schwarzmarkt ist Kokain grundsätzlich verschnitten. Sie wissen niemand, wie viel Prozent des Zeugs. Und wenn die Dosis zu hoch ist, dann geht das sehr schnell in Darm. Deshalb hat das Injizieren bei Kokain schon niemals als wirkliche Mode durchgesetzt, sondern die Leute, die Kokain nehmen, bevorzugen den relativ sicheren Weg über die Nasenschleimhäute. Kokain führt letztlich zum sogenannten Autotoxikum. Das ist ein Zustand, bei dem tatsächliche ernsthafte Schädigungen im Gehirn aufgetreten sind. Das Syndrom ist bekannt von Alkoholismus, wie ich weiß. Das ist eine Art Psychose, die am Ende auftritt, die irreparabel ist. Das kann man offensichtlich nicht mehr therapieren, aber da muss der Akkus schon wahnsinnig massiv sein. Ein hübsches Beispiel über die Begeisterung von diesem Volk kann ich Ihnen gleich auch noch erzählen. Heute hatte einen guten Freund, der war auch klar abhängig. Heute hatte ich nur Pjat in den Freund mit Kokain therapiert. Dann war er Kokain abhängig. Allerdings nur psychisch. Der Freund hat ein Selbstmord begangen, weil er keinen Ausweg mehr sah, denn die Therapie der Pjat-Abhängigkeit mit Kokain ist nicht sehr sinnvoll. Wir gucken jetzt mal rote Bilder an, die da jetzt in den Tagen. Thank you.
in ein Nasenloch eingeführt wird. Man singt dann das Röhrchen über die Nein und Anfänger machen dann den Fehler, dann das Ausatmen. Soweit die Schilderung von Ernst Dünger. Ernst Dünger geht nicht so intensiv auf den Kunstab. Er demonstriert die massive intellektuelle Stimulation oder den Erstand und der auch sehr intensiv beschreibt. Das war das, was ich vorhin mit dem Wirt darauf reagieren wollte, sogar hin durch seinen intellektuellen Kunst, seine psychischen Heil, das von manchen Leuten so geschildert, dass tief blau ist. So viel wollte ich zum Kokain sagen. Wir wenden uns jetzt, nachdem wir die aktiven Nutzerzeuge an den anderen Verzügen unterbrechen. Was das heißt für die Antwort? Am Anfang der Schlafwurst.
Bildung eingepackt, der nicht verschlafen ist, der in einem Rest mit Messern, aus dem ich der weiße Milch hervor, mit der Milch wird an der Sonne und Luft trocknen gelassen und wird dann abgeschabt von dem Mondschatten. Das Zeug, was man auf diese Art und Weise erzählt, ist eine unbekannte Lebe, die Masse der Zwischen kann. Rohopfen enthält etwa 30% Alkaloide, von denen wiederum ein Drittel, also 10% auf Rohopfen bezogen, ein Morphin, dem Hauptwirkstoff des Rohopfens. Morphin ist ein Stoff, der schon vor langer Zeit entdeckt wurde. 1850 in der deutschen Apotheke der Zerbe zum ersten Mal kristallin und rein dargestellt. Eine sehr, sehr alte Droge, die es gewollt, beträgt zusammen mit Haschisch für den ältesten Drogen, die Menschheit überhaupt kennt. Vor in der Antike waren die berauschenden Eigenschaften, die schmerzkämpfenden Eigenschaften des Opiums bekannt. Natürlich damals nicht die Reinsubstanzen. Die Reinsubstanzen sind jetzt seit unserer Zeit bekannt und wurden dann auch in den Farmen vertreten. Das ist für die meisten pflanzlichen Drogen. Solange man diese Dinger in ihrer natürlichen pflanzlichen Form verwendet, in ihrer natürlichen Umgebung, in ein kultisches System eingliedert, in einer entsprechenden Umgebung, wo ein religiöses und kultisches System hat, sind diese Drogen relativ harmlos. Werden aber dann gefüllt, und wir, die kristallisieren, rein isolieren und sie nicht noch den natürlichen Weg zurückführen, sondern den physiologischen Weg, der meinetwegen in Rauchen oder im Essen bestehen mag, sondern wo sie injiziert werden, wo sie in hochpotenter Form im Organismus gelangen. In dem Augenblick haben sie Gefahren, die sie in der pflanzlichen Form niemals haben, niemals zeigen. Der Hauptinhalt ist auch für die Menschen, die sie haben. Das ist die Hier ist Morphin. Morphin ist auch ein Substanz. Das Morphin hier ist so bezeichnet, dass sie den Analysen zu den Überträgern sehen, mit der Systemwechsel wird. Methionin im Hepatin, hier wird so, dass die MK im Hepatin abgeschlossen. Der herausgezeichnete Teil hier ist identisch mit diesem Schwanz des Hepatin-Molekül. Im Hepatin ist super benutzt. Der terminale Teil ist identisch mit diesem Ausschnitt von Morphin. Das ist um diese Zeichen zu erklären, warum Morphin die Wirkung der Hepatin-Molekül vorfolgen kann. Morphin ist viel potenter als im Hepatin. Morphin ist außerdem im Gegensatz zu Enzephalin nicht verbaubar oder sehr schlecht verbaubar. Nur auf diese Art und Weise wirkt Morphin über das Enzephalinärgesetz. Wenn man Opiate nimmt, und in früheren Zeiten war der Opiatkonsum auf die medizinische Bevölkerung beschränkt, auf Ärzte und Krankenschwestern, die keinen Zugang zu den Bevölkerungsmitteln im Krankenhaus hatten. Die Drogen wurden noch nicht in dem Maße kontrolliert. Und auf Patienten, die im Krankenhaus in den Schrank gekommen waren. Natürlich ist Morphin nach wie vor in seiner Grundstruktur und Fortschritt, sind Morphin als Schmerzpulver nach wie vor überkommen. Und es ist keine Rücksicht auf diese Form von Drogen möglich. Leider ist solche Drogen eine unglaubliche Form von Drogen. Und zwar dieses Mal, eine somatische und eine psychische. Wir wollen das vielleicht mit Schaden einfahren. Diese Stoffe sind so, dass man beispielsweise 5 Elektronen Heroin gleich 4 für Morphin der Organismus keine Wahl mehr hat, bei beiden Medizinen. Er muss, denn wenn er das nicht tut, ist der entstehende Unglückszustand so ungeheuerlich, man bekommt grausame Entzugssymptome, für die nicht auszählt. Ich habe früher mal Schilderung davon vorgelesen, ich habe lieber eine Tabelle auf der Tabelle gelesen, wenn wir hier machen, wenn wir hier einen Unternehmen hier doch nicht so lesen. Da kommt also zu einem massiven Abhängigkeitssymptom, was physisch und psychisch ist. Einer der Bedürfnisse nach der Droge ist, sich dann wieder herzustellen, das kombiniert am Anfang. Wenn man kann fast die Droge auch noch ein mittelaktiver Dosisverstärker. Aber schon nach etwa 5 Injektionen Heroin leitet die Droge langsam, aber sicher in den letzten Bereich des Diagramms drüber und dann kommt bei 5 als solche Umgebung. Nur noch die Auswirkung des Unmöglichen. Der ausgetretene Proteinen zu machen mit Schaden. Direkt stellt sich die Schaden nicht. Also sie führen weder zu Leberschäden noch zu Gehirnschäden.
Strafbefehl ist nicht natürlich durch das Mail hinein, das wir indizieren, dass wir eine sekundäre Infektion aufschaffen, weil wir dann mit dem Server bearbeiten. Zudem weiß der Strafbefehl niemals, was der indiziert, wie viel das sind. Das ist ganz ähnlich wie mit dem Latin. Das ist noch gefährlicher eigentlich, denn wenn er plötzlich ein reines Virus unterwegs, dann kann das tödlich sein, wenn er mit 50% im Rechnen tut. Große Dosierung, noch hier liegt die Dosis bei Morphin, der Dosis und die Einzeldosis, die energetische Einzeldosis, bei etwa 10 Milligramm, die kann beim Abhängig bis auf 100 Milligramm pro Injektion steigen und ist ein Tageskonsum von gut einem Gramm geben. Das Zeug ist nicht so teuer, weil es aus Naturopium, aus Rohopium gemacht wird. Es ist nicht so selten wie Kokain, Kokain ist seltener. In der Türkei leben die deutschen Bauern nach wie vor von einem grauen Ufer. Das wäre ein Erwerbsfeld. Da sollen die Leute nach dem Monat abhängen. Denen sollte man es aber nicht vorwerfen, sondern eher den Leuten, die mit diesem Stoff angetreiben, die Absicht, die Leute in die Abhängigkeit in diese Substanz bringen, um Kunden zu haben, um dadurch zu verdienen, eine ungeheure Kugelung. Diese Form des Ziels. Gut, Kugel, das nächste Tier ist ein ganz interessantes Tier. Das nächste Tier heißt die Therapie für Potenzial ist da. Jemand, der kein Morphin hat, wird selbstverständlich eine Flasche Hustensaft trinken, der er gar nichts nimmt, es sei denn, er hat den Zeugen aber zu tun. Das ist ein gemeiner Trick der Pharmazeuten. Und wenn man zu viel davon reinkriegt, dann sollte das einen extremen Brett hat, dann bringt man das Ganze wieder raus. Ja, weil so viel ist es von den Kollegen. Sie wissen, was Benzodiazepine bewirkt. Benzodiazepine sind ausgesprochen Lockerprotonen. Ganz typisch, das ist ein die Benzodiazepine führen wesentlich dazu, dass man in eine wunderbare, leichtfüllige, entspannte Verfassung gerät. Denn eine Gefühlsverfassung mit dem Problem nicht erschien, aber lösbar erscheint. Man bekommt auch ganz viele Probleme. Die Probleme sind nicht mehr so gravierend. Viele Leute in unserer Zeit heute leiden unter psychosomatischen Störungen. Wenn man die psychische Komponente ausschaltet mit einem Benzodiazepin, verschwindet auch die somatische Komponente. Diese Substanzen sind richtig angewendet, nicht über 3 Wochen lang getauscht, sind richtig angewendet, extrem nützliche Substanzen, um vorübergehende Spannungszustände und Angstzustände zu lösen.
Sie werden extrem aktivistisch. Man verliert den Kampf zerflext, damit allerdings auch die Sicherheitsmaßnahmen in die Richtung steht. Beziehungsweise den Reflex, sich bei einer Gefahr zurückzuziehen, der für die Adressierer von angenehmen Formen leicht ist. Die Reklamen der Firmen dafür sind sehr typisch. Vor allem wurde von der Firma Hoffmann La Roche als eine Lösung für Scheinprobleme angepriesen. Es bleibt eher ein scheinwürdiges Problem. Heute gibt es neue Benzodiazepine. Man hat heute alle Sprüche gehört. Der Befund wird mit Benzodiazepine für die Ruhe am Tag als Tageszeitbeleiter, die nicht müde macht. Dann haben Sie langwirkende Tageszeitbeleiter, dann haben Sie mittellangwirkende, dann haben Sie welche, die typische Schlafmittel sind, die zum Einschlafen werden. Da gibt es einen Stoff namens Rohypnol. Dieses Rohypnol ist ein Hammer. Das Zeug wird zum Glück jetzt nicht mit den Schlafstörungen verschrieben, sondern in der Klinik nur noch für Prädikation von Narkosen verwendet. Da ist das auch sicherlich gerecht. Der Patient ist absolut entspannt. Selbst in der Klinik ist es schlafend, die macht eine Zeit lang üblich, man darf in Ruhe führen. Das ist ein Medikament. Und dann schläft der Patient aber 20 Minuten, wenn er keine paradoxe Reaktion hat. Ist allerdings sehr selten dabei. Rohypnol ist ein unglaublicher Hammer. Das schlägt sie einfach nieder. Bei Rohypnol ist die anzylytische Komponente nicht mehr zu bemerken. Das liegt aber daran, dass man keine Zeit hat, auf die Anzylose zu haben. Bei Rohypnol ist die Wirkung zum Massiv. In der letzten Zeit sind verstärkt Abhängigkeiten von Benzodiazepinen beobachtet worden. Diese Benzodiazepinabhängigkeiten sind immer noch sehr selten. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil die meisten Patienten noch nicht begonnen haben, die Benzodiazepine abzusetzen. Solange man seine Benzodiazepine nicht brauchbar erhält, und die abzuhören, wenn auch die Dinger zu verschreiben, wenn es gut beginnt, wenn auch diese Diazepine ja wahrnehmen nicht, dann würde es aufsetzen. Wenn man anders ist, ist es nicht möglich, dass die einzelnen Patienten, die sich mit Beinen wohlfühlen, die solange die meisten Ärzte weiter verschreiben, nicht abgesetzt wird, bleiben die Fälle von Benzodiazepine-Abhängigkeit maskiert. In den Fällen, wo abgesetzt wird, wo Leute wegen irgendwas anderes Krank auskommen, nicht mehr regelmäßig Dieser Entzug ist dramatisch. Der Benzodiazepinentzug verfolgt jetzt nach einer Woche. Das liegt daran, dass die alten Benzodiazepine gigantische Halswertszeiten und bei regelmäßiger Einnahme den Organismus stimulieren. Eine Sekunde. Dann tritt der Entzug auf den Entzug, charakterisiert sich dadurch, dass er nicht etwa wie bei den Opiaten oder Alkohol in einer Woche zu beseitigen ist, sondern im Schnitt 2 bis 3 Wochen oder länger dauert. Bis das Zeug ganz aus dem Organismus raus ist. Bei den Opiaten und bei den Benzodiazepinen fehlen im Gegensatz zu Amphetamin und Kokain dramatische Veränderungen der Rezeptoren im Gehirn statt. Richtige biochemische Veränderungen. Es werden neue Rezeptoren gemacht, weil zu wenig da sind. Die wenig vorhanden sind aber nicht geblockt. Also kompensiert der Organismus durch neue Enzyme. Wenn die Droge jetzt weggenommen wird, dann verändert sich das Bild. Wenn die Droge jetzt weggenommen wird, fehlt der natürliche Überträgerstoff. Dessen Synthese ist reprimiert worden durch die Drogen und unterdrückt worden. Der fehlt, dann kommt aus einer maßlosen Überschussreaktion. Die Symptome beim Opiaten haben Sie gesehen. Dann wird sie ja äußert sich im Wesentlichen durch massive Angstzustände, heftiges, unkontrollierbares Zittern. Das geht ein bis in echte Halluzinationen, Kontrollverlust über das Ich-Gefühl, Depersonalisation. Ein ganz trauriges Syndrom ist das. Und wie gesagt, es kann sehr, sehr lange dauern. Es kann klinisch beherrscht werden, wenn einem anderen mit einem Ersatz kein Fehler wird. Wenn Sie jemanden mit Wahrungsabhängigkeit in die Klinik bekommen, achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Verfahren zu akzeptieren. Das ist passiert gewesen.
Als der klinische Entzug ist in der Literatur geschrieben worden, inzwischen ist eine Klonmediation durchgeführt worden, die Stranosin. Ein relativ unspezifisches Wirkung, das ein Geleiter, der auch beim Alkohol in die Sozialvorteile sein wird. Das nächste Jahr kann für die Weltwirtschaft wieder der zweiten Generation. Da oben ist es nun nicht angefahren, die oben Mode. Da haben wir die Lektion an hier, oben angefahren, als Fernleiter, durch den beliebten und am stärksten Fernleiter vorgelegt. Und hier oben haben wir Kurzmedien, Schlagzeuge, als die Ohren. Und hier haben wir das Angebot, mit einem oder nur vier getan, einen Tagesfernleiter. Wie war das mit Lexotanin am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen? War du an Mittag, bevor wir zum Kontakt mit deiner Langzeit festhalten? Und nimmst du abends zur Ruhe und stellst in der Nacht zu. Diese Dinge an der Strecke führen uns weiter zu weit in ein Verdienst von Traumstoff herauszumachen. Gut, damit habe ich diese vier großen Kategorien abgehalten. Kann ich jetzt hier Lust haben? Mit der Ausschüttung von Dopamin. Dopamin wiederum führt in den Regionen, wo es ausgeschüttet wird, zum Belohnungssystem gehört, zu einer Lustempfindung. Das ist die normale gerichtete Lust, die wir alle kennen. Dabei gibt es eine Reihe von Reizen, die primär mit Lust verknüpft sind, die Lust sozusagen kodieren. Dazu gehört sicherlich der Saugreiz als Baby an der Mutterbrust. Dazu gehören viele andere Reize, wie auch der Sexualreiz, der unmittelbar über das Lustzentrum wird und über Dopamin dort vermittelt wird. Das wäre etwas, was ich als gerichtete Lust bezeichnen möchte. Die gerichtete Lust geht also in den Weg, scheinbar macht externer Reiz. Jetzt haben Sie gesehen, dass wir mit Drogen die Selbststimulation einladen können, dass wir elektrisch und chemisch die Lust sozusagen bewirken können. Was wir katalysieren, ist in beiden Fällen die Ausschüttung des Transmitters Dopamin. Wir greifen jetzt an einer ganz anderen Stelle, wir greifen in den Nieren ein, und zwar chemisch oder elektrisch. Und dann geht unser Vorgang im gleichen Weg. Nämlich die. Das bedeutet aber, dass der Fluss empfindet ohne Reiz. Wie kann das Fluss sein? Der normale Weg ist, wie gesagt, der, dass der Reiz da ist und Sie lernen dazu oder Sie assoziieren zu dem Reiz Fluss. Sie assoziieren den Reiz mit Fluss. Sie wissen, dieser Reiz löst bei mir Fluss. Jetzt kommt die Lust von selbst, ohne den Reiz. Was tut unser Gehirn? Unser Gehirn assoziiert die Reize dazu, die jemand Lust ausgelöst hat. Für ihn kennt ihr es. Das Ganze können Sie relativ selektiv machen, wenn Sie den normalen Weg reizen, beim externen Reiz, oder aber, durch die grüne Pfeife, beim externen Reiz oder aber mit einem Reiz. Ein Kindschreiz ist deshalb selektiver, weil er nicht wahllos im ganzen Belohnungssystem angreift, sondern in bestimmten Regionen besonders stark oder besonders schwach sein kann. Sie kriegen in diesem Fall gerichtete, gezielte Lust, lustig strukturiert. In dem Moment, wo Sie elektrisch reizen,
erzeugen sich die Summe aller Flusskörper. Die Summe aller Flusskörper, die sich jemals haben, erzeugen sich der Flusskörper. Was ist bereits schon in der Flusskörper? Analogie zum Beispiel neueste elektronische Musik. Das ist die Summe aller Blues, die Sie jemals erfahren haben bei den elektrischen Reizen. Im Gegensatz dazu erzeugen Sie mit der chemischen Stimulation, mit der natürlichen Fähigkeit, die natürlich berücksichtigt nicht weiter definiert, der wissen Sie, woher Sie kommen. Mit dem chemischen Reiz erzeugen Sie etwas anderes. Sie erzeugen mit dem chemischen Reiz beispielsweise etwas, was ich verwende diesen Ausdruck, um zu bedeuten, dass Lust farbig sein kann. So wie die Autoren einstimmig bei Kokain mit das Blau verwenden. Blue Joint bei Kokain. Amphetamin macht häufig eine Red Joint, eine rote oder eine Pink Joint. Die Summe der Lust jedenfalls ist die White Joint und nicht ein elektrischer Vorteil. Wir sehen, wie die Lichtung der so viel dazu. Jetzt würde ich gerne noch ein Wort sagen über Glück. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Diagramm, ob ich von der Lange ausgesetzt habe und ob ich das habe. Ich dachte, ich bin wirklich. Was ist denn Glück? Glück, ich habe am Anfang schon gesagt, dass Glück ein höchst obskurer, nebelhafter Begriff ist. Glück ist etwas, was wir nicht machen können. Manchmal kann man Menschen glücklich machen, aber mit einem kurzen Augenblick, dieses Glück ist nicht Glück, sondern Lust. Glück sollte im Prinzip von Dauer sein. Nehmen wir an, wir haben auf der Lust achtet, ein stabiles Dauerniveau, was vielleicht von der jetzigen Bedarf in der Lust steht. So war das ein von der Normalebene, von der medstimulierten positiven Normalglücksebene. Lust ist ein Extrem. Diese Lust bedingt allerdings in sich, und das scheint irgendwie ein Grundmeinungslust sein, nicht das chemische Lust, aber damit der Kokain den Anschläge ein Aufschlag endet nach unten den Unlustbereich. Also, das Ganze lässt sich gewagen. Und Sie kennen das sicher auch dort im normalen Leben, dass es Augenblicke gibt, in denen man sehr, sehr glücklich ist, in denen man sehr viel Lust verspürt und das anschließend ein entsprechendes Unlustgefühl haben kann. Was ruhig und ohne Anima trifft dann. Das ist etwas, was von allen Gesellschaften der Welt toleriert wird. In Amerika ist das Recht auf Glück sogar der Verfassung verbunden. Lust hingegen, Lust ist etwas ungeheuer Suspektes. Das Recht auf Lust ist nicht verbunden. Ganz im Gegenteil. Lust ist etwas ganz und gar Böses. Sie wissen, Lust ist nämlich das Vorteil. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als Lust. Adam und Eva sind damals nicht wegen der Lust vergeben worden, sondern wegen der Erkenntnis. Und das ist falsch. Das Abwehrchen von Unlust ist, und ich finde das grauenhaft, etwas so essentiell in dieser Gesellschaft geworden, dass kein Mensch eigentlich mehr von aktiver Lust spricht, sondern nur noch davon, wie man Unlust vermeidet, wie man Unlustzustände entweicht. Die Meinungen zur Lust sind sehr geteilt. Ich möchte Ihnen jetzt noch zwei Kommentare zur Lust beitragen, die zwei Preise stimmen. Und dann noch ein kurzes abschließendes Wort dazu sagen. Und die eine dritte Stimme übersetzt sich auf den Englischen. Begierde. Und die gewisse Begierde hängt eng zu sagen. Begierde knüpft wesentlich dazu, dass man Lust begehrt. Wenn du schläfst, wächst die Begierde in dir, wie eine Ranke in einem Wald. Wie ein Affe in einem Wald hüpfst du von Baum zu Baum und findest niemals die Frucht.
von Leben zu Leben finde ich niemals Ziel. Du wirst gefühlt, wenn du gefüllt bist mit Begierde, wird deine Sorge immer größer, wie das Gras nach dem Regen. Aber wenn du die Begierde unterdrückst und unterdrückst, wird der Kummer von euch abteilen, die Tropfen von Wasser in einer Luft abführen. Dies ist guter Tag, er ist für jedermann. Wenn das Gras für frische Saat entfernt wird, so wie das Gras für frische Saat entfernt wird, entfernt die Begierde. Es sei denn, die Tod nach Tod zerschmettert. So wie ein Fluss das hilflose Schiff zerschmettert. Denn wenn die Wurzeln sitzen und halten, wächst ein gefällter Raum wieder. Wenn die Begierde nicht völlig entwurzelt wird, wächst die Sorge wieder in euch. 36 Ströme strömen euch entgegen. Begierde, Vergnügen und Lust. Spielt in eurer Vorstellung mit ihnen und sie werden euch wegspielen. Mächtige Ströme, sie fließen sogar. So viel zu diesem etwas negativen Zitat. Dieses Zitat hier ist auch relativ alt, es ist 2400 Jahre alt. Und jetzt möchte ich noch ein anderes Zitat vorlesen. Ich darf Ihnen dann anschließen, von wem diese Zitate sind. Das will ich nicht gleich verraten. Das Zitat, das ich jetzt lese, entstammt einem Buch namens Neurologie. Nicht Neurologie, bitte nicht verwechseln. Neurologie ist etwas ganz anderes. Ebenso wie die Idollogik nicht Idollogik ist. Denn die Idollogik ist die Logik der Idolfunktionen. Die Idollogik ist die Ende. So ist die Neurologik etwas ganz anderes. In die weite Hemisphäre hinüberzuwechseln, bedeutet die hedonistische Kluft zu schließen, die hedonistische Barriere zu zertrümmern, wodurch eine derartige Überflutung mit Wonne erzeugt wird, dass augenblicklich alle zuvor getretenen und erlernten Werte erschüttert werden. Die weiße Hemisphäre des Gehirns ist die rechte Seite, die nicht mit Feinkoordination, Motorik, Sprache und intellektuellen Fähigkeiten kombiniert, sondern in der Gott und der Gott gleichzeitig sitzen und die Lust offensichtlich hat. Das Bewusstsein strömt in all die verbotenen und gefährlichen Bereiche. Das darunter, das dahinter, das falsch, das transsexuell. Jetzt an einer anderen Stelle, ich lese nicht von Ihnen. Die Verzückungsprägung, das Pleasure in Twin, im Original, ja. Die Verzückungsprägung entdeckt den Körper als Werkzeug für Freiheit und Vergnügen, analog zur Entdeckung, dass ein Auto nicht nur zum Überleben, zum Machtzwecken für die Arbeit oder ein sexuelles Statussymbol, sondern auch zum Vergnügen, zum Haben gebraucht werden kann. Der Körper, den Körper als Lustfahrzeug zu verwenden, wird zur hedonistischen Kunst. Ein ganz anderer Aspekt dieser Sache, ein ganz anderer Aspekt der Lust. Hedonistische Kunst, zu lernen, Lust zu genießen. Das, was Reich uns allen vorgeworfen hat, nämlich die orgastische Impotenz, mit der wir konditioniert worden sind. Es wird aufgefallen sein, dass diese für unsere Nervenzellen, das sind Dinge, die sich mit Geschicklichkeit, mit Sprache, Familien und all den menschlichen Dingen beschäftigen, das Nervensystem auf bestimmte äußere Stimuli süchtig machen, die als positiv empfunden werden oder über Konditionierungen mit positiven Dingen verknüpft sind. Eine ähnliche Abhängigkeit von äußeren Dingen tritt im Verzückungsscheinfall auf. Bestimmte Sinnesorgane können als verzückungssüchtig fixiert werden. Bestimmte ästhetisch angenehme Reize werden mit Lustbelohnung assoziiert. Bestimmte Klänge, Düfte, Geschmacksempfindung, Berührung, körperliche Reaktion. Verzückung kann eine Gewohnheit werden, eine für die Wiederholung reizende, dampfende Falle, die die Geschichte bewiesen hat. Ein augenblickliches Nachdenken über den Mechanismus der Lust bestätigt, dass Vereinigung von Mann und Frau den Gipfel polymorpher Verzückung darstellt. Tantra ist die alte orientalische Form, ritualisierter, stilisierter, erotischer Kommunikation, die alle Sinnesorgane des Mannes mit der parallel laufenden Aufnahmebereitschaft der Frau verknüpft. Das bedeutet den Auszügeln des Orgasmus und Verlängerung des Vielkanals Sinnesaustauschs. Ist die Verzückungserfahrung im Einklang mit sexueller Rolle, intellektueller Anregung, paralleler Gefühlssetzung und zweiseitiger äußerer Sicherheit,
Stelle Schaltkreis 5, zweimal im Zeitschiff. Das Bild gibt jetzt im Rahmen der Hochschaltleiter. Eine ganz andere Ansicht von uns, die hier gesagt wurde. Das erste Zitat stammt von Siddhartha Gautama Buddha, der etwa 500 vor Christus gelebt hat und entstammt dem Dhammapada, der 400 Jahre später geschrieben wurde, sind überlieferte Aussprüche des Buddha. Der Buddha war damals der Ansicht, dass man das Leiden auf dieser Welt nur dann beenden könne, wenn man auf Begierde verzichtet. Denn er hat sehr klar gesehen, dass jede Frau von uns immer ist, dass da genau die gleiche Frau von Unbewusstsein ist, dass man Freude nicht ohne Leid haben kann. Es ging ihm darum, den Weg der Mittel zu lehren, einen Weg, der eher dieser Grad in den gleichen Schwammen nimmt. Ein Bewusstsein von den Dingen, ein nicht mehr Hass. Er hat gelehrt, dass sogar jede Liebe, jede menschliche Beziehung, die sich im Keim des Leidens erfindet, irgendwann muss diese Beziehung enden. Und dann ist sie unweigerlich mit Leid verbunden. Er hat die Bewusstlösung von den Dingen gelehrt. Das braucht ein ungeheuer fortgeschrittenes Maß an Geistesentwicklung. Der andere Aspekt, den ich hier dargestellt habe, Neurologik, was ich hier vorgelesen habe, ist von Timothy Leary geschrieben worden. Ich bin in der erfreulichen Situation, ein Bild zu finden, und ich höre hier das hier ist Timothy Leary. Und dann habe ich noch ein zweites hier, Timothy Leary und seine Übersetzer. Selber fing dann an, den Nutzen von vollkommen legitim. Lust ist sicherlich eine Verpflichtung. Lust kann gewaltig sein. Klar, dass es auch ungeordnet ist. Aber Lust ist tatsächlich eine sanfte Verpflichtung. Lust ist etwas, wo man stecken bleibt. Lust ist gelegentlich eine Sackgasse. Die Wege, Unlust zu verhindern, sind keine Sackgasse. Die enden nicht mit Mauern, sie enden mit Abgrund. Diese Abgründe sind dann gefährlich. Die Sackgasse der aktiven Lust kann immerhin noch sehr angenehm sein, aber sie führt nicht weiter. Lust ist eigentlich ein Abgrund. Lust ist etwas unglaublich Schönes. Ich kann den Buddha nicht ganz folgen. Denn ein solches Maß von Losgelöstheit und Distanziertheit ist, glaube ich, sehr schwer zu erreichen. Ein wirklich Weiser zu sein, würde das bedeuten. Solange wir das nicht sind, will ich nicht weiter den Lust hingeben, zum Beispiel Kaviar zu essen oder der Gewalt in den Lust. Ihnen wird durch die Vorzeichnung. Danke.